Also kommen wir dann zur nächsten Folge von Fallout New Vegas. Hier rutscht gerade eine Leiche durch die Gegend. Okay. Da haben wir ein paar Sklaven, die wir befreien müssen. Wir machen das natürlich so wie immer. Mit Krach und Gewalt. Der wird wahrscheinlich die Legion sein, nehme ich mal an. Jupp. Nicht nur wenig. Zella, neben geschossen. So, das nehme ich mit. Oh. Ich wusste nicht, dass du sie teabaggen möchtest. Stirb einfach. Okay, ich muss mich mal kurz heilen, ne? So, immer die ganze Legion ausgerottet, würde ich mal sagen. Wir müssen dir mal zeigen, wo der Hammer hängt. Verkältung! Ah, die Legion mögen mich nicht. Kommt die Verstärkung an. An. Das Gebacke hier. So, der Dick ist schon mal durch. Alter, wie wegfliegen, ey. So.
Wir haben sogar ein hohes Tier getötet, habe ich gesehen. Sind jetzt alle ins Wasser gefallen? Essen brauche ich nicht, ich habe mehr als genügend Essen. Also sind sie. Das auf jeden Fall. Ah, die Pulver auch. Wo ist denn der andere, den ich jetzt getötet habe? Wo bist du, hä? Reise zum Fort, das will ich nicht. Ich will jetzt nicht mitten in deren Lager rein. Hä? Wo ist der hingeflogen? War hier noch nicht drin. Hallo. Keiner drin. Falls Sie darauf stoßen, fangen Sie ja nicht. Das ist ein cooler Kühlschrank. Ja nicht anzulachen, wenn Sie einem Supermutanten auf dem Hügel begegnen. Weitere Meldungen, Zeugenberichte. Ist ja gar nichts. Stört gerade so ein bisschen, dass der Typ aber weg ist. Ist ein bisschen hinten geschleudert oder so? Nee. Naja. Dann ist er wohl weg. Ich kann jetzt gucken, ob er noch unter der Brücke vielleicht festklemmt. Okay. Dann looten wir mal die Häuser hier. Weil ich ja bestenfalls hier nie wieder mehr hinkomme. Müssen wir auch gucken. Ob hier auch alles leer ist. Ich bin enttäuscht hier, Leute. Ich bin enttäuscht. Ihr habt ja gar nichts, habt ihr. Gar nichts. Hier ist ein Lager. Also Leute, mal ehrlich. Ave, Sie sind gekommen, um mit Gefangenen zu handeln? Gefangenen? Sie meinen Sklaven? Nein, nein, nein. Sie haben sich noch nicht das Recht verdient, Sklaven genannt zu werden. Die drei im Verschlag sind nur Gefangene, sonst nichts. Ich bin ein Sklavenmeister. Ich weiß also, wovon ich rede. Drüben im Fort wäre ich jetzt auf dem besten Wege und hätte die drei schon halb gebrochen. Aber das hier ist nur ein Warteplatz. Da schätze ich nur ihre Fitness ein und entscheide, ob sie weitergeschickt werden. Bis bald. Gehen Sie lieber, solange... Ein weiterer Tod auf mein... Guck mal, er hat den Schlüssel. Sowas aber auch. Das ist schön. Zanzitzende Brille. Ich sage, das Leashen will ich mich ja eh nicht zusammentun. RNK bin ich halt befreundet, mehr aber auch nicht. So will ich eine Maschinenpistole mitgenommen, ich Idiot. Naja. Bisschen Geld. Mal gleich trinken, weil hier sonst sehr viel liegt. Kronkorken.
Die Leute haben nur Geld hier rumliegen lassen. Ich werde wahnsinnig. Naja, hat sich halt auch noch gelohnt, also persönliche Truhe. Wir befreien die gleich, ne? Also. Boah. Schauen jetzt nach oben rein. Jetzt stürzt mich hoch. Ist natürlich nicht so geil. Was ist hier? Das Büro des Phönix, Alter. Ach, sieh mal an. Da haben wir mal jemand Hohes gefunden. Caesar mag sie für würdig erachtet haben, sein Zeichen zu tragen, doch ihr Ruf eilt ihnen voraus. Ihre Anwesenheit wird toleriert, aber sie sind hier nicht willkommen. Lucullus erwartet sie an den Docks. Das wirst du mir büßen! Nieder mit denen. Alter, mich nervt gerade mein Schluck auf. So. Ich hasse Schluck auf. Wieso gibt's sowas? Nette Rüstung auf jeden Fall. Kann ich das Bett auch nutzen? Kann ich nicht. Ich hoffe, es kommen wieder keine Attentäter. Hallo? Bitte, Mister. Haben Sie Gnade mit uns. Lassen Sie uns frei. Ich flehe Sie an. Ich habe Sie für Ihre Freiheit bezahlt. Ja. Lassen Sie mich Ihr Halsband deaktivieren. Wenn es eine Chance gibt, uns zu befreien, dann ist es das Risiko wert. Oh. Ist komplizierter, als ich dachte, wir müssen eine andere Lösung finden. Bitte, versuchen Sie uns irgendwie hier herauszuholen. Okay. Werden Sie uns befreien, oder was? Oder was? Arbeit dran. Schon gut. Es ist ja schön, dass jemand irgendwas... Ich würde einfach sagen, ich zerbombe einfach den Generator, den ich davon gesehen habe. Hallo. Der nicht hier ist. Nee. Aber die ist auch ein Generator. Zurückziehen, Leute. Wo war denn der Generator, den ich schon gesehen habe? Mal gucken, ob ich das jetzt damit gerettet habe. Wenn nicht, dann kann ich euch nicht befreien. Hallo. Hey. Oh, es ist ein... Lassen wir das Halsband aktivieren. Ihr habt den Schlüssel. Freiheit? Haltet nur Abstand von mir. Ihr seid frei. Ich verzieh mich. Einfach so ein Buch. Einfach die Waffe sind geschossen. Bei euch. Oh, ihr seid schon weggerannt. Ich würde mal kurz gerne davor zum Boot gucken. Und dann machen wir weiter. Dann gehen wir zur World 22.
Und manchmal haben die Boote irgendwas, manchmal auch nicht. Deswegen muss man immer so ein bisschen looky-looky machen. Oh, ich esse auf gerade. Das Boot hat zum Beispiel nichts. Kann ich schnell reißen. Einen Schluck auf, Leute. Es nervt langsam. Es nervt so. Es stoßt hoch die ganze Zeit. Das ist nicht lustig. Ja, kann ich mal was Süßes essen. So, zack. Ich habe überlegt, ob ich mein Geld ausgeben soll für ein paar Implantate. Ich meine, warum nicht? Lass es machen. Ich gebe mein Geld für Implantate danach aus. Ah, jetzt kann man leider hier nicht wieder hoch. Naja, es war das Gebiet der Schmetterlinge. Ich ekel mich jetzt schon. Ich ziehe jetzt mal meine Power-Rüstung an, dass ich ein bisschen mehr aushalte hier. Fühle ich mich schon viel sicherer. Was ist das für Geräusche hier? Kommt jetzt gleich eine Lokomotiv angefahren? Da sind eine Menge Gegner. Deren. Ich glaube, hier kommen wir nicht hoch, ne? Ich glaube, das ist ein bisschen zu steil für mich. Ach, das sind neue Schrecken, meine Güte. Da ist jetzt hier schon irgendwas Gefährliches. Also ein paar dumme Heuschrecken. Die sind nur Ungeziefer, mir ist es ja nicht. So, Boy 22, here we come. Na, wie lange werden wir jetzt hier wieder rumgammeln? Ah, war keine Balls, die sind so schwer. Elevator, see you later. Auszug reparieren. Öffnet sich ohne Probleme. Auf der Konsole leuchten Schwachknöpfe für die verschiedene Ebene der World auf. Wollen Sie einen drücken? Und sie wird Bekämpfung. Das klingt doch schon mal gut, um nach ganz unten gehen. Ach, diese vier. Ja, schon wieder. Okay, da geht's raus. Die Dinger kennen wir schon vom DLC, nur abgeschwächt jetzt. Ein bisschen abgespeckte Version. Ist hier jemand hier drin? Versteckt sich jemand? Wir müssen die Forscherin ja auch noch finden. Schlossanträge. Ja, okay. Bin zwar schon drin, aber ja. Können wir gerne in den Riegeln das Schloss. Jetzt hier schon wieder hin. Das meine ich, du kommst ja bei einer Vault nie raus. Du hast ja immer was zu untersuchen.
Na gut, dann sehen wir uns erstmal in der nächsten Folge. Und somit auf Wiedersehen.